Gleich macht's Peng. Was von Weitem so harmlos wirkt, hat auf der Erde bis heute seine Spuren hinterlassen. Denn durch einen Meteoriteneinschlag vor rund 15 Millionen Jahren entsteht im heutigen Baden-Württemberg ein ca. 4 Kilometer großer Krater, das Steinheimer Becken. Dort bildet sich ein See, der über mehrere hunderttausend Jahre existiert. Am Seeboden lagern sich Schicht für Schicht Sedimente ab, die Fossilien enthalten. Sie dokumentieren einen gewaltigen Prozess, der sich live schwer beobachten lässt. Evolution. Hier ist ein Meteorit eingeschlagen auf dieser Hochfläche der Schwäbischen Alb. Und beim Einschlag hat sich dieses Becken herausgesprengt. Wir hatten hier einen Langzeitsee, einen See, der über viele hunderttausend Jahre existiert hat, also eine Besonderheit. Und in dem Schnecken gelebt haben, die wir heute nach dem Austrocknen dieses Sees fossil im Sediment finden können. Wir können hier die Schnecken sehen. Unterschiedliche Schneckengrößen, unterschiedliche Schneckenwuchsformen. Also am Steinheimer Becken ist die Besonderheit, die internationale Besonderheit, dass wir dort die Evolution von Süßwasserschnecken haben, die wir wirklich im Sediment nachverfolgen können. Also wir können wirklich die Übergänge der einzelnen Arten ineinander sehen und genau erfassen, wie sich die Gehäuse im Laufe der Zeit verändert haben. Also in meinen anfänglichen Jahren hier habe ich mir die Sammlung genau angeschaut und bin auf einen Stammbaum gestoßen, auf einen montierten Stammbaum mit Schnecken. Das Besondere an diesem Stammbaum ist, dass es der allererste Stammbaum ist, der jemals von Fossilien gemacht wurde, also erstellt wurde. Es sind zwar nur kleine Schnecken, aber was sie zeigen können, ist etwas wissenschaftlich Großes, Bedeutendes, denn sie zeigen, wie sich Formen, wie sich Arten im Laufe der Zeit verändern und die neue Arten aufspalten. Ich habe zum Beispiel die Form, eine kleine runde Form, die wird nach oben hin dicker, dickschaliger, größer. Gleichzeitig taucht eine andere Form auf, die eine gewisse Skulpturierung, einen gewissen Rand aufweist. Und dann noch später in der Zeit, also höher in den Ablagerungen, kommen dann hohe und rundliche Formen vor. Dadurch, dass ich im Steinheimer Becken die Übergänge zwischen diesen einzelnen Morphotypen, wie wir das nennen, habe, kann ich sagen, wie diese Schneckengehäuse zusammenpassen. So kann ich dann rekonstruieren, wie im Laufe der Zeit aus einer ursprünglichen Art zwei neue Arten entstehen. Und dadurch haben wir wirklich biologische Evolution zum Angreifen. Man kann sagen, ab hier haben wir einen Übergang von einer Art in eine andere. Evolution zum Anfassen.